Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zur Replay-Ausgabe in dieser Woche. Wir sind auf Tier 6 unterwegs und in der ersten Runde sehen wir Daftin, ein FK von meinem Clan, im Stritzwagen M4257. Wir machen mal kurz Pause, schauen uns die Module an, die er eingebaut hat. Eine Lüftung im Mobilitätskategorie-Set, ansonsten eine verbesserte Zielführung und eine Optik, ansonsten auch die Premium-Verbrauchsgüter mit dabei. Und wir sehen schon, er hat die 2 direkt ausgewählt. Ist ja in einem 6er-Gefecht. Standard-Pen 150. Ne, 148 Alpha 150 und 190 der Durchschlag auf der Premium-Munition. Er ist ein Autoloader, deswegen hat er hier auch keine HE dabei. Und wir sind hier auf Geisterstadt und jetzt bin ich natürlich gespannt, was er uns hier mit APCR-Only zeigen kann. Ich guck mal kurz drauf. Das sind nicht die Gunmark-Ringe. Er hat noch keine Gunmark auf dem Teil. Mal gucken. Mal gucken, was er uns jetzt zeigen kann. Wie gesagt, Premium Schweden auf Tier 6 mit einer Autoloader-Kanone, 4 Granaten im Magazin, 150 der Alpha pro Granate, das heißt 600 potenzieller Clip-Damage. Clip Reload 16 Sekunden, das ist recht angenehm. 0,35 die Genauigkeit, mit der verbesserten Zielführung wird es auch nochmal ein bisschen präziser. Und 2,3 Sekunden Einzielzeit. Das Problem ist eher so die Softstats, das heißt auf große Distanz, auch wenn der hier von Wargaming selber als Sniper deklariert wird, von der Grundgenauigkeit, ja, ist er das. Aber auf große Distanz mit den Softstats und der Einzielzeit muss man da schon, ich sag mal, ein bisschen Zeit mitbringen, bis man da entsprechend eingezielt ist. 45er Topspeed, 20 rückwärts, 14,04 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Ja, das ist, es ist nicht der mobilste Medium und er hat auch nicht unbedingt die beste Gun Depression. Das kennen wir in ähnlicher Form auch von dem Premium Autoloader Sherman auf Tier 6 bei den Franzosen. Der hat ja auch so einen Wiegeturm und der hat auch keine gute Gun Depression. Ich kann das immer nicht so ganz verstehen, aber er hat auf jeden Fall hier nur 6 Grad und auch die Gun Elevation mit 12 Grad sind nicht die allerbesten. Okay, okay, er hat hier ein bisschen Glück. Er kann den T-34-85M rausnehmen und er krittet wohl das Munitionslager und kriegt von seinem Teamwork-mäßig noch einen Blow-Up und kann sich hier so ein bisschen erwehren. Ansonsten wird es hier auf der 1-2 tatsächlich schon ein bisschen eklig aussehen. 87 Hitpoints, 350 Meter die Sichtweite ist jetzt nicht das überragendste. Und auch beim Crew-Layout wird es tatsächlich ein bisschen kompliziert, wenn es ums Mannschaftsleveln geht, glaube ich. Panzerung auch nicht vorhanden. Insgesamt muss ich sagen, es ist ein, also es ist kein schlechter Premium. Wow, der Schuss. Es ist aber jetzt auch ja nicht der überragendste. Wow. Also hier die Kanone. Ja, genau. 4 Schuss in die Häuserecke. 3 Schuss in die Häuserecke. Das sagt der RNG auf jeden Fall. Vielen Dank. Man sollte, dadurch, dass es ein Autoloader ist, auch immer darauf achten, dass man nicht alleine irgendwo hinfährt. Sonst, ja, warten die Gegner am Ende, bis man leer ist. Und dann wird man einfach tot gepusht. So, kommt er auf den UI. Da müsste er eigentlich rankommen. Was halt wirklich nett ist, ist so ein bisschen der Reload vom Clip. Oh, schöner. Schöner Snapshot, hätte ich jetzt mit den Softstats und der Einzielzeit nicht unbedingt gedacht. 6:5 steht's. Er hat hier noch einen 12-Tonner und einen T-50-2. Beim 12-Tonner ist er jetzt mutig. Ich hätte gedacht, der 12-Tonner steht unten auf der Position D3. Aber er, ach, was soll's, drauf hier, einfach drauf. Schauen wir mal. Er will jetzt hier in die Stadt rein, will den schweren Panzer Nummer 6 wegmachen. Wir wissen natürlich, dass noch 3 TDs da sind. Ein P-43 Biss ist auch noch da. Die sind noch nicht gespottet gewesen. Bei den TDs kann man davon ausgehen, dass die entweder auf A4 oder auf B8 stehen. Und da ist der Biss, ja, wie zu erwarten eigentlich. So, Gun Depression technisch im Übrigen viel, viel schlechter als sein Standardkollege. Denn der kommt, glaube ich, auf mindestens 10 Grad, wenn ich mich nicht ganz täusche. Nochmal ein Wow. Der Stritzwagen 74, der hat, glaube ich, sogar 12 Grad. Im Gegensatz halt hier zur Premium-Variante, die halt mit keiner guten Gun Depression auskommt. Das finde ich bei den Wiegetürmen immer so ein bisschen komisch. Aber ich glaube, die Kanone stößt einfach unten an und deswegen geht es einfach nicht weiter nach unten.
Das liegt halt einfach in der Natur der Wiegeturm oder des Wiegeturms hier. So, Snapshot trifft aber durch, schlägt den schweren Panzer Nummer 6 am Turm nicht. So, er will den Trade hier aber auch machen. Kommt der und wieder stellt sich der. Oh. Jawohl, sehr schön gemacht in die Kommandantenkuppel. Jetzt nochmal in den Reload gehen. Hier sind noch einige Fahrzeuge da. Und wir sehen schon, dass die 1-2-3-Linie mittlerweile vom Gegner aufgeraucht wurde. Die Su-100Y kommt jetzt von hinten angerollt. Ich weiß nicht, ob die sich da einen Gefallen tut, denn selber spotten wird höchstwahrscheinlich schwierig. Dufton hat hier aufgrund der Verbrauchsgüter der Mannschaft und auch der... War es eine Optik? Ich glaube, es war eine Optik. Mein Kurzzeitgedächtnis. Hat hier auf jeden Fall die Sichtweite maximiert. Das geht gerade so mit der 350er Stock-Sichtweite, aber da viel mehr über die maximale Sichtweite hinweg wird er hier den Schrittswagen nicht ausgemaxt haben, was die Sichtweite angeht. Wobei du mich gerne in den Kommentaren mal korrigieren kannst. So, hallo Jackson. Der Bounce auf der Oberwanne. Zack. 2, 3. Und hat er Glück, dass der Jackson hier nicht nochmal einen rauskriegt. Das war höchstwahrscheinlich knapp. Noch eine halbe Sekunde länger und er hätte noch den Trade zum zweiten Mal mit dem Jackson eingehen müssen. Und dann wäre er One-Shot gewesen. Und dann wird es natürlich in so einer Situation, wo es 9-11 steht und die Runde noch nicht ganz safe, jetzt wird es natürlich kritisch. Wobei, wenn man sieht, wie der P43 gestanden hat und wie er sich jetzt hier bewegt hat, ja, dann muss man nicht viel dazu sagen. Das war nicht gut gespielt. Nichtsdestotrotz, 3 Lights hat der Gegner noch. Ein Light prügelt sich gerade mit dem 85M im Süden. Und noch einen dicken Max, der auch noch nicht gespottet war. Und beim dicken Max muss man halt sagen, der hat auch eine gute Sichtweite. Vor allen Dingen dann auch in Kombination mit dem Scherenfernrohr. Auf dem dicken Max ist das durchaus eine Option. Aber wow, okay. Erstmal den Light. Er will den Light fokussen, aber der ist zu mobil. Da ist die Kanone zu trollig. Und deswegen nimmt er hier erstmal den dicken Max. Sichert sich hier Kill Nummer 6. Und wir sind bei 2146 Schadenspunkte. Und jetzt hat er den letzten APCR-Clip. Danach, lieber Dufton, auch wenn du ein Goldfreund bist, musst du auf die AP-Munition umladen. Und es sind noch 3 Gegner da. Und wenn man sich jetzt anschaut, er gegen, mit einem AT-8 und mit einer Su-100Y ist das sichtweitentechnisch natürlich jetzt ziemlich kritisch. Also die 3 Lights, wenn sie es schlau machen, haben hier noch alle Chancen, die Runde zu gewinnen. Zumal jetzt hier auch die 3 von Dufton, also Dufton und die 2 TDs, jetzt hier nicht wirklich gut zusammenstehen. Also sie sind in der Stadt, das ist schon mal ein Vorteil gegen die Lights. Aber, ja, sie arbeiten jetzt hier nicht wirklich gut zusammen. Ist auch ein bisschen schwierig. Dufton ist jetzt im Grunde dafür da, den Spot zu liefern, denn die Su-100Y und der AT-8 werden es vermutlich nicht können. Jedenfalls kann Dufton hier einfach, denke ich mal, besser, auch aufgrund der Mobilität. Der AT-8 schreibt noch, stay together. Ja, hat er im Grunde nicht unrecht. Das ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg hier. So, da ist der Light. Der will da wohl auf die 100Y snipern. Und kriegt er den? Ah, sehr schön. Da war die Kanone mal auf seiner Seite, hat ihn nicht getrollt. Und dann kann er hier den Kill machen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo die anderen beiden sind. Die waren oben auf A1 bzw. T-50-2 auf B3 gespottet. Wenn die sich da oben jetzt eingekämmt haben, wird es natürlich schwierig. Man könnte dann tatsächlich versuchen, über die 8 wieder hochzufahren und sich einfach mal provokant in den Cap zu stellen. Aber das ist schon relativ provokant. Er ist jetzt bei 7 Kills. Na, also 9 Kills sind hier drin. Eine Pool wird es nicht mehr. Aber eine Radley Walters ist hier definitiv noch drin. So, wir machen mal ein bisschen Zeitbeschleunigung. Wir sehen hier auch, der Schrittswagen ist wirklich nicht der mobilste Medium. Das muss man so ein bisschen bedenken. Er ist kein Heavy, ne? Er kommt schon irgendwie ans Ziel. Aber in so einer Situation jetzt hier, gerade im Late Game, da mal schnell eine Flanke zu wechseln, das ist jetzt nicht unbedingt drin. Und hallo! So, 1, 2, er zündet ihn auch noch an und 3, da ist er weg.
Der 12-Tonner gibt ihm 2 Schuss, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Und so, jetzt ist er One-Shot. Jetzt ist er definitiv One-Shot. Er hat seinen 8. Kill. Er hat die Redley Walters. Sein Team führt hier mit 586 Hitpoints. Nichtsdestotrotz, der T-50-2 hat zumindest gegen Duftin jetzt noch alles in der Hand. Gegen den AT-8 und gegen die Su-100Y wird es höchstwahrscheinlich schwer. Wir gucken mal gerade. Der AT-8 hat noch einiges an Hitpoints, die Su auch. Der Punkt ist einfach, dass der AT-8... Also klar, er kann ihn flankieren, aber... Er muss erstmal an ihn rankommen. Zumal ja auch die Su im Backup steht. So, und wo ist der T-50-2? Wo geht er auf? Wo kommt der angesäppelt? Hallo, hallo, wo bist du? Steht er oben auf A1? Der AT-8 rollt da jetzt einfach vor. Die Su bleibt als Backup hinten stehen. Duftin guckt hier kurz, ob was passiert. Schaut, ob der AT-8 eventuell Schaden bekommt. Das definitiv nicht. Schüsse kommen da auch nicht so, wie es aussieht. Also wo ist der? Wo ist der T-50-2? Hallo, mein Freund. Where are you? Steht er dort? Ja, sieht nicht danach aus. Wobei. Ne. 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 Noch 3 Minuten 40. AT8, are you spotted? Fragt er ihn jetzt. No, schreibt er. Okay. Es kann natürlich einfach sein, dass er auf A1 hinten in der Ecke steht. Durchaus möglich. Oder auch auf A0. Aber im Grunde kann der überall sein, ne? Also, der ist so schnell, der ist so mobil. So, wir machen nochmal ein bisschen Zeitbeschleunigung. Jetzt bin ich gespannt. Fährt Duftin jetzt in den Cap oder fährt er außen rum, um hinten die Position... Ne, er fährt in den Cap, so wie es aussieht. Ja, let's Cap. Definitiv eine gute Idee. Also den Gegner zu sich ranholen. Die Su-100Y kommt da auch noch mit angerollt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, kommt der nochmal? Hier schöner Replay-Bug hier mit dem Reingezoome. Der AT-8 kommt auch von oben runter. Spätestens wenn die Su und der AT auch noch im Cap stehen, ist das hier, glaube ich, in den T-50-2 nicht mehr gewinnbar. Ich bin mal gespannt, ob er überhaupt nochmal auftaucht. Der AT-8 aimt jetzt in die andere Richtung, das ist gut. 13 Sekunden. So, schauen wir mal. 9, 7... 5, 4, 3, 2, 1. Nö, der taucht nicht nochmal auf. Duftin sichert sich hier seine Redley Walters mit 2800 Schadenspunkten. Er bekommt mit dieser Runde nicht nur die Redley Walters und das Großkaliber, er bekommt auch das Panzerass. 2823 Schadenspunkte, 8 Kills, 1462 Basiserfahrungspunkte. Das ist eine ziemlich, ziemlich gute Runde. 329 noch Support. Ja, und auf der anderen Seite auch eine sehr teure Runde. Es sind nicht nur 76.000 Munitionskosten, sondern durch die Premium-Verbrauchsgüter auch nochmal 20.000. Und dementsprechend ist die Runde hier mit 15.400 Minus dann auf jeden Fall, ja, gerechtfertigt, was das Minus angeht. Natürlich war ja nicht auf jedes Ziel die APCR notwendig, das ist absolut klar. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Schlauer Munitionseinsatz ist da immer so ein bisschen meine Devise. Ich weiß nicht, ob er gerade auf Gunmark Grind ist. Da kann man das immer noch so ein Ticken rechtfertigen damit. Aber ansonsten grundsätzlich wisst ihr ja, wie ich zu diesem Einsatz stehe. Tagessieg 658 noch dazu für das Premium-Fahrzeug. Sichern ihm hier 5044 Basis. Nicht Basis, sondern insgesamt Premium. Alter! Erfahrungspunkte. Oh Herr, was ist denn los? Also 5044 Erfahrungspunkte mit allen drum und dran. Und weil Tier 6 so schön ist, geht es weiter. Mit dem Cromwell, ein absoluter Klassiker. Britischer Medium, Standard-Medium auf Tier 6. Gespielt von Waruki, auch bei mir aus dem Mods-Clan. Der Cromwell extrem mobil, 64er Topspeed, 20 rückwärts, extrem gutes Leistungsgewicht von 24,52 PS pro Tonne. Er hat eine 75mm Kanone
mit 8 Grad Gun Depression, die er aus am Heck auch überall hat. 145 Pen auf der Standardmunition, 202 auf der Premium, 135 der Alpha, also nicht ganz so hoch. Er schießt sehr schnell, 3,9 Sekunden der Stock Reload. Und das ist im Grunde auch die Stärke des Cromwells. Also die Mobilität gepaart mit der schnell schießenden Kanone. 840 Hitpoints, 360 Meter die Sichtweite. Die Softsets sind auch nicht gerade überragend, muss man sagen. Grundgenauigkeit 0,36 bei 2,3 Sekunden Einzielzeit. Und auch er hat hier mit dem, was er eingebaut hat, die Sichtweite maximiert und ist hier auf eine sehr, sehr schöne Position gefahren. Die Kanone trollt ihn hier ein bisschen, aber die Position an für sich, die er hier angefahren ist, die mag ich. Die spiele ich mit einem Medium auch oder ja, sehr gerne oder auch mal mit einem E25. Denn man kann hier wunderbar den Cross spotten und kann hier auch schon, also erstens Spot liefern und zweitens auch wunderbar Schaden farmen. Und das zeigt er hier wirklich wunderbar. Auf der anderen Seite muss man auf dieser Position aber auch extrem aufpassen. Einerseits kann man natürlich wunderbar gegnerischen Schaden kriegen, ja, also hier von der Su-85, weil halt ein Gegenspot geliefert wird und... In dem Fall jetzt hier nicht ganz so relevant, weil nur eine Vierer-Arti dabei ist. Aber Artillerie kann hier auf diese Position auch extrem reinwirken. Und ja, das tut dann schon mal weh, muss man sagen. Also da muss man sich ein bisschen in Acht nehmen. Aber ansonsten ist das hier eine extrem starke Position. Wo man aufpassen muss, wenn man hier alleine ist, dass man, also wenn durch das Flussbett durchgepusht wird, dass man entweder den Spot liefert und das Team von oben gut hilft oder man hier rechtzeitig einfach abhaut und sich hier gar nicht erst auf große Shootouts einlässt. Hier hat er ein bisschen Pech. Ja, also die Cromwell-Kanone. Auf kurze Distanz funktioniert sie richtig gut. Die Taktik des Cromwells ist im Grunde, sich die Gegner so ein bisschen auszusuchen, gerade auch im Mid- und Late-Game. Einzelne Gegner rauszupicken, auf sie draufzufahren, sie umrunden, Rechtsklick, Auto-Aim und dann einfach gib ihm, gib ihm, gib ihm. Oder wenn man den Cromwell aus einer statischen Position spielen kann, so wie hier am Anfang, dann trifft die Kanone auch voll eingezielt, relativ zuverlässig. Aber das dauert halt eine Weile. Der Bloom der Kanone ist extrem hoch, das war er schon immer. Und das muss man halt beim Cromwell ein bisschen beachten. Aber wenn man das wirklich... ein bisschen verinnerlicht hat, das Gameplay, dann ist das immer noch ein sehr, sehr schöner Medium-Panzer. So, das Problem ist, der Churchill hier, der müsste jetzt mal raus. Von dem T6 muss er ein bisschen aufpassen, denn der mit der Trollgun kann schon wehtun, aber sie müssen auch im Norden aufpassen. Da pushen jetzt drei Mediums durch und es steht gerade mal 2:3. Also so viel ist ja noch gar nichts passiert, aber... Er hat hier schon 1158 Schaden gesammelt, 277 gespottet, 307, ich korrigiere, und schaut jetzt, dass er hier oben gegen die drei Mediums einen Spot liefern kann. Ja, kann er. Hallo, Skoda. Oh, da, ja, das ist die typische Cromwell-Kanone. Auf große Distanz ist die Cromwell-Kanone nicht unbedingt geil. Kann er hier den Cromwell treffen? Jawohl. Und man braucht natürlich durch den Alpha... nicht weit genug vorgehalten. Man braucht durch den Alpha eine Weile. Wow. Da kommt dann doch die Arti, habe ich gerade noch gesagt. Das ist nicht so relevant. Man braucht durch den Alpha halt eine Weile, bis man die Gegner runtergeschossen hat. Jetzt trifft er hier den Skoda nochmal. Ja, der geht vorbei. Dann muss man erstmal... der ist zu weit hochgekommen. Hallo, Mr. Cromwell. Das muss bestraft werden. Jetzt ist er gekettet oder er ist stehen geblieben? Ah, das war ein jetzt wichtiger Treffer, dass der Cromwell erstmal rausgeht. Jetzt guckt er hier, ob er auf den Churchill kommt. Bei dem Churchill könnte man durchaus mit einer... Nee, guckt er nicht. Ich hätte gedacht, er versucht jetzt kurz auf den Churchill irgendwie drauf zu kommen. Aber er konzentriert sich jetzt hier erstmal auf die beiden Kollegen, die hier vor ihm stehen. So, da ist der Kill. Und da ist dann Mr. Nummer 2. Beziehungsweise Kill Nummer 3. Ja. Kill Nummer 3 für Wahoki. Wir sind bei 2000 Schadenspunkte. Haben sich ja gut gelöst. Und die drei gegnerischen Mediums haben sich da tatsächlich ein bisschen aufrauchen lassen. So, jetzt hier. Churchill oder erstmal der Leopard. Ich glaube, der Leopard hat nur zufällig getroffen mit seiner Pui Pui Kanone. Aber das Problem ist eigentlich eher der Churchill. Weil der halt auch Panzerung hat. Ich hätte gehofft, dass der schon mal rausgeht. Beim Leoparden muss man jetzt ein bisschen gucken, sich nicht so oft treffen lassen.
Da ist er. Geht er auf? Ja, geht auf. Okay. Ich würde den Peak jetzt nicht spielen. Er macht das auch anders, weil das Problem ist nämlich genau das. Das tut extrem weh. Und auch das Reverse-Side-Scraping hier. Ah, die Kanone. Hilft ihm da natürlich im Cromwell auch nicht wirklich. Denn die Panzerung ist nicht wirklich vorhanden. Auch der Winkel war zu schlecht, als dass da irgendwas bouncen würde. Oder sagen wir mal, viel bouncen würde. Nichtsdestotrotz, er kriegt den Leopard raus. Wir sind bei knapp 2500 Damage. So, jetzt haben wir hier noch ein Nashorn. Wir haben noch ein M8A1. Wir haben noch eine Su... Was ist das? Su-76 GFT. Und wir haben noch einen Hetzer, der nicht gespottet war. Da muss man natürlich aufpassen. Da... da ist der Hetzer. Da ist der Hetzer. Der Hetzer ist fies. Ne? Den Treffer vom Hetzer will er jetzt nicht haben. Jetzt muss er hoffen, dass sein Team steht zu schlecht. Als dass er da irgendwas machen könnte. Spot-technisch. Jetzt bin ich gespannt. Legt er sich jetzt hier mit dem Hetzer an? Da ist ja noch ein Scout. Oh, der ist ekelhaft. Das ist der normale VK. Ich wollte schon sagen, das ist der 105er. Nein, das ist der normale VK. Da kriegt er zum Glück Support. Nimmt aber auch nochmal Schaden. Und jetzt ist natürlich das Ding mit dem Hetzer. Ja. Der verteilt hier One-Shots, der Hetzer. Wenn er trifft, tut der Hetzer weh. So, er hat gerade getroffen. Beziehungsweise er hat gerade geschossen. Da geht der Hetzer raus. Wichtiger Kill. Kill Nummer 6. Der Krieger ist also gesichert. Es steht 10 zu 9. Hier fahren noch ein paar Gegner durch die Gegend. Wir sind bei 2900 Schadenspunkte. So, da ist das Haus im Weg. Da ist das Nashorn. Kriegt er den Kill Nummer 7? Kill Nummer 7? Kill Nummer 7? Jawoll, Kill Nummer 7. Sehen wir hier auch noch eine Redley Walters. So, gegen den Churchill lädt er jetzt auf die APCR um. Kann ich durchaus nachvollziehen. Aber den Churchill kommt da auch nicht so richtig ran. Das ist jetzt nicht mal eben ranfahren und wegklicken. Da läuft er Gefahr, dass er selber rausgenommen wird. Deswegen beschäftigt er sich hier gar nicht groß in dem Churchill. Sondern geht jetzt erstmal Richtung M8A1 bzw. Su-76 GFT. Und natürlich auch der Artillerie. Da kann er sich jetzt hier die Radley Walters noch sichern. Es sind noch 3 Gegner da. Und er ist jetzt schon bei 3000 Schadenspunkten. Also die Runde ist jetzt schon richtig, richtig gut. Oh, das mit dem Baum umfallen. Hoffentlich hat es niemand gesehen. Er fährt lieber noch mal eine Ecke weg hier. Und versucht jetzt mit einem anderen Winkel da an die Position von dem M8A1 ranzukommen. Die Frage ist natürlich immer, steht der noch da? Oder ist der mittlerweile irgendwo anders hingefahren? So, kriegt er den auf? Nee, er geht auch selber... Ach, guck mal da. Da ist die Su-76. Steht vor ihm hinterm Stein. Die fährt aber jetzt rückwärts. So, komm schon, komm schon. Kill Nummer 8, Kill Nummer 8, Kill Nummer 8. Kill Nummer 8. Da ist die Redley Walters. 3265 Schadenspunkte. Eine Pool ist auch noch drin. Es sind noch 2 Gegner. Er kann sich die Pool hier holen. Das wäre natürlich grandios. Aber da muss jetzt alles zusammenpassen, ne? So, da ist der M8A1. Also jetzt würde ich tatsächlich ein bisschen egoistisch spielen. Oh, oh. Nein, du triffst nicht. Geh weg. Er trifft nicht. Komm, Kill Nummer 9. Kill Nummer 9. Kill Nummer 9. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt hat die Arti. Jetzt hat die Arti. Ja, die ist in Reichweite. Komm, 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 komm. Komm, die Pool, die Pool. Macht er die Pool? Ja, er macht die Pool voll. Geile Scheiße. 3670 Schadenspunkte. Was für eine starke Runde. Und Daftin, nimm's mir nicht übel. Deine Runde im Stritzwagen war richtig stark und die war richtig gut gespielt und auch relativ entspannt gespielt. Aber Waroki hier mit der Pool natürlich nochmal ein Ticken besser in seinem Cromwell. Natürlich das Panzerass, die Poolmedaille, Großkaliber, Top Gun natürlich auch. 3800 Schadenspunkte, das schafft man in mancher 9er Runde nicht oder in mancher 10er Runde nicht. 10 Kills, 1776 Basiserfahrungspunkte, 65.000 Credits mit Premium-Account rausbekommen, 664 Support und insgesamt 7.992 Erfahrungspunkte. Was für eine coole Runde und wie geil am Ende dann noch die Pool-Medaille hier
zu bekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt. Game One Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.